Liebe Zuschauer, liebe Sportfreunde, Sie sehen einen Bericht zur 8. Stadtmeisterschaft im Freizeitfußball, die am 9. und am 24. Februar 2013 in der Rischmühlhalle in Merseburg stattgefunden hat. Ich bin Katrin Heidmann, ich bin Mitglied des Organisationsteams und ich hoffe, ich kann Sie hier angenehm durch diese Veranstaltung führen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zusehen dieser Sendung. Also liebe Fans, liebe Zuschauer, liebe Mannschaften, liebe Organisatoren und natürlich auch liebe Sponsoren, ich begrüße euch heute hier in der Rischmühlhalle zur Finalrunde der 8. Stadtmeisterschaft im Freizeitfußball. Applaus bitte! Ja, das geht doch, sehr gut. Oh, oh, und es wird dunkel. Jawohl, ich sehe schon, wir wollen ein bisschen was anderes machen. Wir brauchen Dampf und Nebel, wir brauchen Licht. Spektakulär. Nicht ganz dunkel, aber trotzdem denke ich, es wird perfekt heute Abend. Das Turnier wird eröffnet. Meine Damen, meine Herren, liebe Fans, wir begrüßen den Titelverteidiger des letzten Jahres, die Murano Kickers! Sieger 2012. Mal sehen, ob sie es heute schaffen, zu wiederholen. Thank you.
sind hier unsere Finalteilnehmer. Natürlich fehlen noch die drei Männer in Schwarz. Applaus für Sportfreund Reutern! Danke euch, dass du heute wieder hier bist. Unser zweiter Mann, Rian Basovic. Dankeschön. Und natürlich Sportfreund Thomas Körner. Mit folgender Aufstellung. Bitte noch. Entschuldigt bitte, wenn ich mich ein bisschen verspreche bei manchen Namen, aber es ist nicht alles ganz korrekt zu lesen. Was passiert mit der Aktion? Ich habe jetzt hier die Frau Auerbach, die Besucher dieses Turniers ist, und würde Frau Auerbach gerne mal von Ihnen wissen, wie Sie das Turnier finden und warum Sie als Frau jetzt gerade hier sind. Das ist ja eine Domäne, es sind ja eigentlich immer nur Männer beim Fußball. Warum sind Sie heute hier? Ich bin hier, um meinen Mann zu begleiten. Warum? Was macht Ihr Mann hier auf dieser Mein Mann ist Trainer einer Mannschaft. Auch von welcher Mannschaft? Vom Kanalgeber. Okay. Ja, wunderbar. Dann würde ich jetzt mal sagen, Frau Auerbach, der Kuchenbazar, haben Sie schon ein Stück Kuchen gegessen heute? Unterstützen Sie uns bei unserer Spendenaktion? Nein, ich nicht, aber meine Kinder. Ihre Kinder? Ja. Na, das ist doch prima.
Sie haben ja nun auch gehört von der Versteigerung des HFC-Fanclubs. Mit diesem Trikot, mit diesem Ball, haben Sie ein Angebot abgegeben oder Nein. sind Sie nicht so der Fan? Sie unterstützen wahrscheinlich mehr die Mannschaft Ihres Mannes und Richtig. Ihrer Kinder, nicht wahr? Richtig. Ihre Kinder spielen auch Fußball? Ja. Wo? Beim SV Möscher. So, gut. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Turnier. Danke, gleichfalls. Mit seiner Frau. Das sind die Eltern vom Moderator und dem zweithöchsten Kopf, denke ich mal, der Stadtmeisterschaft. Herr Kräuter, was hat Sie bewogen, heute hier da zu sein? Weil wir uns sportlich weiterbilden wollen. Sie wollen sich sportlich weiterbilden, Herr Kräuter? Und immer gucken, wie es hier im Land weitergeht bei uns. Sind Sie vielleicht auch da, um Ihren Sohn mal zu beobachten, das wie er ist, das hier macht mit diesem Turnier und so weiter? Das machen wir ganz geheim. Ja? Frau Kräuter, Kuchenwasser. Haben Sie einen Kuchen gebacken? Ja. Ja, zur Verfügung gestellt? Ja. Für den Verein? Gerne, sehr gerne. Was haben Sie denn vom Kuchen gebacken, Frau Kräuter? Eine Mandarinentorte. Oh, wie lecker. Ich denke mal, unser Kameramann, der Herr Gilbert, der wird da heute noch kräftig zuschlagen. Und dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Turnier. Erhöht auf 40, dann mache ich wieder 5 Euro für den Verein oder die Spendenaktion am Set. Wir helfen. Die ganze Buchwasser wird gespendet an den Verein Mitteldeutsche Zeitung. Und da ist bereits das 1:0. Da haben wir es drin. Patrick Franz schießt die Neos wieder jetzt mit 1:0 in Fulda. Als nächstes habe ich jetzt hier die Frau Heinrich, die jedes Jahr für den Kuchenbasar zuständig ist. Frau Heinrich, das Geld, was Sie hier einnehmen, das behält ja nicht die Stadtmeisterschaft, das geht ja an den Verein der MZ, wir helfen. Wo genauhin wird das Geld gespendet? Wissen Sie das? Das Geld wird verwendet für benachteiligte Kinder und Jugendliche bei uns in unserem Einzugsgebiet, also im Bezirk, im Saalekreis. Im Saalekreis. Ja, Burgenlandkreis, also bei uns in der Umgebung. So, letztes Jahr hat ja natürlich dann auch zur 7. Stadtmeisterschaft ein Kuchenbasar stattgefunden. Wie viel Geld konnten Sie da spenden? Also insgesamt in der Vorrunde und in der Finalrunde konnten Sie 350 Euro an den Verein übergeben werden. Nun ja, ich meine, das ist eine beachtliche Leistung. Jetzt hatten wir ja nun am 9. schon die Vorrunde. Verraten Sie uns vielleicht, was Sie da schon eingenommen haben. Dieses Jahr? Dieses Jahr. Also in der Vorrunde wurden 180 Euro eingenommen und ich denke, dass wir ungefähr wieder mindestens auf dieselbe Summe wie im vergangenen Jahr kommen. Also wenn Sie denken, dass Sie auf dieselbe Summe kommen, gehe ich davon aus, dass der Kuchenbasar auch heute gut läuft. Ja. Wunderbar. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch, Frau Heinrich. Vielen Dankeschön. Dank. So, jetzt habe ich mir mal gerade den Roy Gern abgegriffen. Der ist heute richtig im Stress als Linienrichter und als Schiedsrichter. Herr Gern, Sie unterstützen das Turnier seit wie vielen Jahren jetzt schon? Das müsste das dritte oder vierte Jahr jetzt intensiv sein. Naja, wie gesagt, es macht ein bisschen, sagen wir mal so, es ist mal was anderes. Außer, sei es mal, die eigenen Vereinsturniere. Und natürlich, wie gesagt, das ist schon, ja, es lässt sich so an. Also Sie gehören jetzt definitiv dem Organisationsteam an und machen diese Arbeit ja auch ehrenamtlich. Sie werden nicht bezahlt, nein? Nein. Gut. Ich habe gehört, Sie arbeiten ehrenamtlich auch für den SV 99. Was ist da Ihre Tätigkeit? Ja, also Mannschaften betreuen, also als Trainer und dann halt noch für einen Verein pfeifen.
dann halt, naja, gut, Mädchen für alles sage ich mal nicht so, aber halt, wenn Spiele sind, dort helfen, sind halt verschiedene Aufgaben. Und naja, halt, wie gesagt, Mannschaften dann, zwei trainiere ich zurzeit, eine F-Jugend, eine B-Jugend. Und da, wie gesagt, da ist die Woche, glaube ich, schon ausgefüllt. Wie alt sind die Kinder denn in der F- und in der B-Jugend? Ja, in der F-Jugend, die sind ungefähr so im Schnitt 7 Jahre. Die in der B-Jugend 15, 16, 17. Und natürlich, wie gesagt, alles kleine Persönlichkeiten, Jungs wie Mädchens bei den Kleinen. Bei den Großen sind es nur Jungs, aber wie gesagt, die wir, sagen wir, dort trainieren, die holen wir, sagen wir mal, mindestens zweimal die Woche für 4-5 Stunden, sprichwörtlich von der Straße, können sie woanders keine Scheiße bauen, auf Deutsch gesagt, können sich ein bisschen sportlich betätigen und halt dann auch, sag jetzt mal, ein bisschen, sagen wir, sich empfehlen für vielleicht höhere Aufgaben im Verein oder so. Ne? Also wenn ich jetzt überall, egal wen ich frage, und ich höre den Namen Roy gern und auch Ihren Bruder Gilbert gern, Sie leben für den Fußball, habe ich recht? Ja. Sie trainieren bestimmt schon, oder haben selber auch schon Fußball gespielt, wo Sie klein waren, oder? Ja, Fußball spielen nicht, wir haben 11 Jahre gerudert, leistungsmäßig, sind da jetzt, weil es ja halt auf der Nase lag, Bootshaus und Stadtstadion irgendwann mal durch dummen Zufall vom Kumpel, der Kleine, der ist immer zur F-Jugend damals und da hat die Trainerin mal gefragt, na, würdest du nicht mitmachen? Und da habe ich einfach mal mitgemacht und jetzt mal sind jetzt na, bestimmt 12 Jahre her und seitdem mache ich das. Heute schon ein Stück Kuchen gegessen, den Kuchenbasar unterstützt oder keine Zeit gehabt? Ja doch, das habe ich schon gemacht. Gut, prima, ich danke fürs Gespräch. Wie ihr mitbekommen habt, liebe Sponsoren, sind auch ein paar neue Gesichter. Wir werden in diesen Jahren einige Sponsoren neu hinzugewinnen, unter anderem Herrn Bühn von der DHS-Versicherung. Recht vielen Dank und vor allen Dingen erstmal riesengroßen Dank, dass ihr zu uns steht. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich, muss ich sagen. Und ihr habt vielleicht schon mitbekommen, auch wir haben dazugelernt, wir haben weitergearbeitet und haben natürlich Folgendes auch geschaffen. Wir haben eine große Medienpräsenz, wo wir natürlich euch mit herantragen, das heißt so wie im Internet, genauso wie beim offenen Kanal, wo diverse Bandenwerbung zu sehen sind. Auch heute wieder werden einige Interviews zu sehen sein, wo dann auch die Banner von euch und so weiter dabei sind. Und letztendlich natürlich muss man sagen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, aber ohne euch wäre das alles nicht möglich. Viel Erfolg beim Fußball und danke, dass ihr da seid. Dankeschön. Wir sehen uns. Wie versprochen, ich kriege einfach mal ein paar Kärtchen von mir her, wenn jemand was will. Ich brauche eine Einladung, eine neue. Ich habe zu viel Nebenkosten. Ich möchte mich auch nochmal im Namen des Organisationsteams bedanken. Wir wachsen stetig weiter und ich hoffe, die nächsten Jahre auch mit euch. Okay, das war's. Jetzt kommt noch. Für lange Reden darf ich keine Zeit. Danke, danke. Ja, klar, ja. Der Heinrich ist für die Pressearbeit zuständig, ja? Habe ich mir sagen lassen bei den Stadtmeisterschaften. Was ist Ihre genaue Arbeit? Uns kommt es darauf an, dass wir vor allen Dingen die Merseburger Bürger, aber auch die Umgebung immer durch eine aktive Pressearbeit informieren über unsere Aktion, besonders was jetzt Freizeitfußball, Stadtmeisterschaften anbetrifft. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Wir informieren über die Vorrunde, wir informieren über die Finalrunde, aber informieren auch über sonstige Aktivitäten, wie zum Beispiel die aktive Unterstützung der Sponsoren, aber auch über die Arbeit des Organisationsteams, die ja über Monate langfristig die Stadtmeisterschaften vorbereiten. Und vor allen Dingen kommt es mir darauf an, dass wir hier
Bürger gefunden haben, die bereit sind, ehrenamtlich, ist ja alles ehrenamtlich, hier aktiv etwas für die Stadt Merseburg im Freizeitfußball zu tun. Herr Heinrich, ich habe nun mich vorhin auch umgeguckt hier in der Halle und so weiter und so fort. Ich habe gesehen, dass Sie auch Fotos schießen. Das ist richtig. Und zwar habe ich vor, möchte schon ein kleines Geheimnis verraten. Wie mal? Im Rahmen des 10-jährigen Bestehens der Stadtmeisterschaften hier in Merseburg eine Chronik zu übergeben. Und dazu brauche ich natürlich viele Fotos. Und natürlich, wenn entsprechender Bedarf ist, kriegen natürlich auch Fotos die Lokalpresse. Oder zum Beispiel der Merseburger, alles Zeitungen, die wir, also Lokalzeitungen, die wir über unsere Arbeit auch informieren. Also sehr breit angebracht. Vielen Dank, Herr Heinrich. Ja, wir hören die Musik. 60 Tore sind gefallen. Und wieder 5 Euro von Freuder Immobilien für die Spendenaktion am Zentrum helfen. Weiter so auf die nächsten 10, 20, 30, 60 Tore bereits erzielt. Prima! Wir nehmen heute zur 8. Stadtmeisterschaft im Freizeitfußball die Möglichkeit wahr, um dir für deine jahrelange aktive Unterstützung für dieses große sportliche Ereignis in der Stadt Merseburg recht herzlich zu danken. Wir als Organisationsteam möchten betonen, dass dein Engagement als Geschäftsführer des SV Merseburg 99 und Ausrichter des Turniers ein wesentlicher Anteil an der erfolgreichen Entwicklung dieser Veranstaltung hat. Seit Beginn der Stadtmeisterschaften im Jahre 2005 ist dir dieses freizeitsportliche Turnier zur Herzenssache geworden. Nun hast du vor kurzer Zeit die Funktion als Geschäftsführer des SV Merseburg 99 an jüngere Hände übergeben. Wir hoffen, dass du uns weiterhin mit deinen Erfahrungen unterstützt und uns bei der Organisation der Stadtmeisterschaften mit Rat und Tat zur Seite stehen wirst. Das Organisationsteam bedankt sich für die Gutszusammenarbeit, für die vielen guten Jahre und ich vor allen Dingen auch persönlich, Karl-Heinz, danke und wir hoffen, wir können dich weiter hier begrüßen und auch als Mitglied uns irgendwie unterstützt bei der Unterstützung haben. Danke Karl-Heinz Zimmer, auch ohne Karl-Heinz wäre es nicht möglich, dass wir heute hier stehen würden, genau wie ohne die ganzen Sponsoren. Und wo wir gerade schon gesprochen haben, an jüngere Hände. Und wir hoffen, dass wir dann mit Kevin Warnach, dem neuen Geschäftsführer des SV Merseburg 99, dann genauso Hand in Hand bei diesem Turnier zusammenarbeiten können. Kevin, herzlich willkommen in unserer Reihe, in unser Team, was du ja schon länger bist, aber auch als Geschäftsführer. Und wir hoffen und wünschen auf eine gute, langjährige Zusammenarbeit.
Er sagt gerne Danke. Und das sind dann die Hauptakteure. Und die ist jetzt gerade gegen ein kleines Gastgeschenk von uns. Und ich würde sagen, und dann könnt ihr euch schon warm machen, spielt das rein. Danke, Gottheit Zimmer, Kevin Waller, SV Merseburg 99. Fotosession. Nee, das ist, das Ding war hinten drin. Ich kann das nicht sagen, wo die sich. Das Organisationsteam geplant. Das möchten wir jetzt vor dem Finale ganz schnell vornehmen. So, dafür bitte ich zu meiner linken Hand den Geschäftsstellenleiter der Deutschen Bank Merseburg. Herzlich willkommen, Herr Rupp. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Und einen Vertreter vom SV Merseburg 99, unser neuer Geschäftsführer, den Kevin Waller. Und aus der Jugendmannschaft, aus welcher Mannschaft? SV Merseburg 99. C-Jugend. Aus der C-Jugend, den Erik Rudolf. Und wir machen das ja jedes Jahr zur Tradition, dass wir als Organisatoren versuchen, Mitsponsoren, den Ausrichter, den SV Merseburg 99, zu unterstützen. Und demzufolge in diesem Jahr übernimmt das die Deutsche Bank von Merseburg mit einer Spendenhilfe für die Jugendabteilung des SV Merseburg 99. Und dazu frage ich mal den Herr Rupp. Herr Rupp, über wie viel kann sich denn der SV Merseburg 99 freuen? Also wir freuen uns, dass wir heute im Namen auch meines Teams euch eine Spende von 250 Euro überreichen können für eure Jugendarbeit und für eure Schulen. Also ein Riesenapplaus, 150 Euro für die Deutsche Bank, von der Deutschen Bank für die SV Merseburg 99. Mal bitte noch ein Foto, Herr Rupp, und einmal rumdrehen. Ich rutsche mit dran, okay. 250 Euro für die Jugendabteilung SV Merseburg 99 von der Deutschen Bank Merseburg. Dafür bedanke ich mich im Namen des Organisationsteams und bei der Deutschen Bank. Herzlichen Dank, Deutsche Bank, und euch viel Erfolg und der Jugendabteilung viel Erfolg bei diesem Geldausgeben oder auch wie auch immer für diese. Was habt ihr vor damit überhaupt?
wahrscheinlich Trainingslager und da geht es ja auch um sozialschwache Kinder, dass man sowas nutzen kann. So, als nächstes im Gespräch eine Mitarbeiterin vom Goranum Pflegedienst. Als erstes hätte ich Sie ganz gerne gefragt, Ihre favorisierende Mannschaft sind ja sicherlich die Goranum Kickers, nicht wahr? Sicherlich. Was hat Sie bewogen, heute hierher zu kommen? Also ich komme schon viele Jahre hierher zum Goranum Fußballturnier und mir gefällt das jedes Jahr und ich finde die Stimmung eigentlich super und toll und habe eigentlich festgestellt, dass von Jahr zu Jahr die Organisation immer besser wird und bin natürlich Fan von dieser Veranstaltung und freue mich jedes Jahr darüber. So, ich meine, Ihre Mannschaft ist ja jetzt schon sicher im Halbfinale. Ja. Ja? Und Sie hoffen wahrscheinlich dann auch, dass Sie den Pokal mit nach Hause nehmen können, nicht wahr? Sicherlich, sicherlich, so ist es. Wunderbar. Haben Sie schon ein Stück Kuchen gegessen? Ja, eben, unterstützt. Und war lecker? Ja, wunderbar. Wunderbar, dann danke Ihnen fürs Gespräch und danke. Viel Spaß noch beim Turnier, ja? Na, danke. Dankeschön. Zweck. Es gibt noch Restkuchen für 50 Cent. Und mittlerweile der Torstand. 65 Tore habt ihr bisher im Turnier erzielt. Ich hoffe, es werden noch weitaus mehr. Für jedes 10 Tor 5 Euro von Kräuter-Urin. Mit dazu für den Verein MZ. Wir helfen später erfolgreich die Übergabe. Den ersten Platzierer spielen dann im Spiel. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 8, Steffen Rovic. Thank you.
läuft die letzte Spielminute. Team Rüsselheim mit einem Finale. 1:0 stehen es hier noch. Organisationsteam Herrn Heinrich. Herr Heinrich, schönen guten Tag. Wie ist das Turnier bis jetzt verlaufen? Das Turnier verläuft relativ gesehen eigentlich super. Wir hatten einen kleinen Zwischenfall bei einem Spiel, wo es ein paar Unstimmigkeiten gab in der Schiedsrichterentscheidung. Es gab auch drei rote Karten, aber wir konnten die Situation dann im Nachhinein klären. Ich muss aber auch sagen, dass solche Vorfälle eigentlich zum ersten Mal aufgetreten sind im Zeitrahmen von 8 Stadtmeisterschaften. Wunderbar. Das ist halt nicht so schön, aber Dinge passieren halt und manchmal kann man sie ändern. Ja. Ich war jetzt auch schon beim Kuchenbasar, habe dort schon ein Interview geführt. Was denken Sie, was Sie dieses Jahr spenden können? Ich weiß ja, dass bei der ersten Veranstaltung sind 180 Euro zusammengekommen und ich denke mal, dass wir vielleicht bei der zweiten so bei 150 ankommen, dann kommen ja ca. 320 Euro, dann kommen ja noch diese Gelder dazu von der Versteigerung dieses HFC-Balls und vom HFC-Trikot. Dann gibt es noch einige Sponsoren, die halt ein bisschen was dazu geben. Also ich hoffe, dass wir dieses Jahr vielleicht bei 500 Euro zu ankommen. Das wäre natürlich eine geile Summe, das wäre natürlich schön. Ja, für eine richtig gute Sache, für diesen MZ-Verein. Wir helfen für halt sozial benachteiligte Kinder und ich finde, das ist eine wichtige Angelegenheit, gerade in der heutigen Zeit. Ab der wievielten Stadtmeisterschaft machen Sie das, dass Sie da helfen? Das machen wir seit der 5. Stadtmeisterschaft. Machen wir diesen Kuchenbasar, wo der Erlös dieser Spendengeld halt komplett an diesen Verein gespendet wird. Wir wollten halt hier regional tätig sein. Ich finde es auch wichtig, ich sag mal so, in weiter Ferne Spendenaktionen durchzuführen. Es gibt viel Elend auf dieser Welt, aber es ist auch wichtig, dass regional auch was getan oder was gespendet wird, da wo es möglich ist. Ja. So, liebe Zuschauer, Sie haben ja nun vorhin auch die Eröffnung gesehen. Das ist ein absolutes neues Highlight dieser Stadtmeisterschaft. Heute haben wir hier diese Videoleinwand, die noch extra dazu kommt. Herr Heinrich, wird die angenommen? Ja, ich denke, also wir planen ja, wollen ja nachher noch diese Aftershow-Party durchziehen. Ich denke mal, dann werden noch einmal Spielberichte darüber laufen, ein bisschen Musikvideos. Es ist halt ein Versuch von uns. Wir hoffen, dass es von den Zuschauern und Spielern und Sponsoren halt angenommen wird. Wir sind da sehr positiv gestimmt von der Sache her. Es macht ja auch einen guten, ist ja ein guter Hingucker von der Sache her. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg fürs Turnier, ohne weitere Zwischenfälle. Ja. Und dann heute Abend viel Spaß bei der Aftershow-Party. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Wir bemühen uns. Willkommen zum Halbfinale des Bochum. Es steht sich gegenüber der Luca. Und da war der Anpfiff zum Halbfinale Nummer 2. Welche Mannschaft wird es schaffen, ihr Team Borussia im Finale gegenüberzustehen? Thank you.
Sportfreund Thomas Heinrich, bitte zum Sprengerohr. Thomas Heinrich, bitte zum Sprengerohr. So, jetzt hier einen der vielen Vertreter und einen der vielen Sponsoren, den Herrn Rupp von der Deutschen Bank. Sie sind Filialleiter der Deutschen Bank. Habe ich recht, Herr Rupp? Ja, richtig. Herr Rupp, Sie haben ja auch gesponsert. In welcher Art und Weise? Geld oder in welcher Zuwendung? Also wie das für eine Bank üblich ist, haben wir uns natürlich für eine Geldspende entschieden. Und wir arbeiten ja schon mehreren Jahren bereits mit den Organisatoren, Herrn Kräuter, Herrn Heinrich, hier für die Stadtmeisterschaften zusammen und haben dieses Jahr auch uns mit einer Geldspende entsprechend beteiligt. Und da das dieses Jahr mal nicht in meinen Urlaub fällt, das Finalspiel heute, bin ich froh, dass ich mal hier sein kann und es mir live anzuschauen. Na, da freue ich mich ja ganz besonders, dass ich Sie mal erwischt habe heute, oder? Ja. Hat so ein bisschen beobachtet. Ihr Favorit ist SV 99 Merseburg? Das ist richtig. Ja? Der letztjährige Sieger, die Koranum-Kickers oder SV Merseburg 99. Deswegen war das Halbfinale jetzt richtig spannend. Und bleiben Sie bis zum Schluss? Bleiben Sie bis zur Aftershow-Party? Oder? Ich werde wahrscheinlich genau bis zum Feststehen des Siegers bleiben und dann meinen Heimweg nach Leipzig antreten. Oh, das ist schade. Vielleicht haben Sie ja nächstes Jahr dann Zeit, dass Sie das ein bisschen planen können, dass Sie noch zur Aftershow-Party bleiben können. Ja, das versuche ich. Ja? Vielen Dank fürs Gespräch. Ein Riesenapplaus bitte für die Kunstradgruppe Mücheln, vor allem für Heimratball. Applaus bitte!
Genau, Kunstradfahrer. Hatte ich das nicht erwähnt? Entschuldigung, war ich nur am Balldenker. Also, die Kunstradfahrer wickeln. Applaus, danke! Ja, das ist cool, ja? Deswegen sind die Reihe bis genau. Here to shine, double your light.
die Mädels von der Kunstradgruppe in Gmücheln hier und will mal gleich ins Interview starten. Wow, Mädels. Also ich habe euch, weiß nicht, ob es ihr genau wart, 2011 schon mal beim Ball des Sports zu sehen. Ich war richtig begeistert, deswegen haben wir euch heute auch gebucht. War ein toller Auftritt. Ich habe jetzt noch eine Gänsehaut. Also sagt mir mal, verratet mir mal, mit welchem Alter ihr anfangt zu trainieren. Also mittlerweile ist es so, dass wir haben auch eine, die hat mit 4 Jahren angefangen, aber normalerweise so mit 6, 7. Wie groß sind dann die Räder, wenn die mit 3 oder 4 Jahren anfangen? Ja, nicht sehr groß. Muss ich mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Toys R Us fahre, diese kleinen Kinderfahrräder oder wie sehen die aus? Ja, noch ein Stückchen halt größer als die Kinderfahrräder, die es halt bei Toys R Us gibt, aber halt, sie sehen eigentlich genauso aus wie unsere jetzt. Wann hast du denn angefangen zu trainieren? Ich habe mit 6 Jahren angefangen. Wie alt seid ihr jetzt im Durchschnitt? Jetzt trainiert ihr immer alle zusammen und tretet ihr auch zusammen auf? Ja, also, ja, schon. So, verrat mir mal dein Alter. 13. Wer ist denn die Jüngste bei euch aus der Gruppe? Letizia. Letizia? Sagst du mir, wie alt du bist? 10. Die Älteste? 18. Cool. Leute, wenn wir euch buchen wollen oder wenn irgendwer anders euch jetzt sieht, im offenen Kanal wird das ja ausgestrahlt, wo kann man euch buchen? Weißt du nicht? Weiß das irgendjemand von euch? Oder muss ich vielleicht mal eure Betreuerin hier um die Ecke fragen? Können Sie mir Antwort geben? Ja, und zwar beim Verein für Hallenradsport in Mücheln, Rudolf-Beitscheid-Straße 12 oder einfach anrufen in der Turnhalle in Mücheln. Wir sind gern bereit, irgendwo unsere Künste darzubieten. Super Künste, muss ich sagen. Also ich bin immer noch begeistert, bin immer noch platt. Ich denke mal, nächstes Jahr, wenn ihr bis dahin fleißig trainiert habt und uns noch was Neues zeigen könnt, seid ihr wieder dabei bei uns. Ja? Vielen Dank für euren Auftritt, war super schön, danke. Thank you.
Jetzt habe ich hier zwei ganz kleine Fans. Hier habe ich einmal die Selina und einmal die Tara. So, Selina, da ich ja nun auch schon öfters bei den Stadtmeisterschaften war, habe ich dich ja auch schon ganz oft hier gesehen. Stimmt's? Warum bist du denn bei uns? Weil ich eine Sekretärin bin. Die Sekretärin vom Opa vielleicht? Ja. Und der Opa ist der Thomas Heinrich, ja, der Chef der Stadtmeisterschaften sozusagen? Ja. Und was machst denn du, wenn du immer hier bist? Du tobst ein bisschen rum und ansonsten hast du doch auch noch einen richtigen Job hier, stimmt's? Ja. Erzähl mir mal, was du machst. Ich spiele auch ein bisschen Fußball und dann feiere ich die Mannschaften auch an und dann schreibe ich auch ein bisschen. Und kann das auch sein, dass du manchmal so ein bisschen die Pokale noch übergibst und auch die Urkunden? Ja. Was eine Sekretärin so machen muss, stimmt's? Ja. Du bist nämlich, glaube ich, keine Sekretärin, ich glaube, du bist die persönliche Mitarbeiterin vom Opa, stimmt's? Ja. Ja. Und deine Oma, die ist auch immer ganz fleißig, habe ich recht? Ja. Was macht denn deine Oma hier? Die hilft beim Kuchenbazar und... Und die arbeitet im VIP-Bereich, stimmt's? So. Jetzt möchte ich dich mal fragen, warum du hier bist. Bist du ganz alleine hier?
Nee, ich bin mit meinem Papa hier, aber ich möchte auch immer hier hin. Ja? Macht dir Fußball Spaß? Ja, ich möchte hier hin, weil ich ganz genau weiß, dass Selina dann vielleicht mitkommt. Aha. Da fragt nämlich mein Papa immer Selinas Opa und da kommt die vielleicht auch mit. Das heißt, dein Papa kennt Selinas Opa? Ja. Na, bestimmt auch durch die Stadtmeisterschaften, war, weil sie alle beide so große Fußballer sind, stimmt's? Die machen auch, da bin ich auch immer dabei, die machen immer Training. Ach so. Ja, die machen Training. Und du bist aber heute mit deinem Papa hier, weil dein Papa auch Fußball spielt, ja, ne? Ja. Wo spielt dein Papa denn, weißt du das? Mm-mm. Du weißt nicht, in welchem Verein dein Papa spielt? Selina weiß das. Kuranum Kickers. Sicher? Ja. Cool. Das musstet ihr jetzt merken für die Zukunft, stimmt's? Ja. So, und dann danke ich euch jetzt, dass ihr euch mit mir so schön unterhalten habt. Und dann dürft ihr jetzt wieder Fußball gucken gehen. Dankeschön. Cool. Spielstand weiterhin 0:0. Matthias Reiniger mit der Nummer 4 für Team 1 Aratuma steht nun Thomas Botan gegenüber. Und er verwandelt in Folge 1:0 für das Team 1 Aratuma aus Kuba. Und wieder Conny Hecker im Tor, mal sehen, ob er nun seinen zweiten Ball für die antreten. Und diesmal der Spieler mit der Nummer 7, 13, Entschuldigung, Dieter Rath. Nun heißt es Rath oder Hecker, wer wird hier der Sieger sein bei diesem Duell? Marco Brandt tritt an zum 9 Meter. Und verliert das Duell gegen die Nummer 1 aus Mandeln gegen Thomas Potter. Weiterhin hier Bari-Bari, Stand 1:1. Und der dritte Schütze wieder von Mandeln. Die Nummer 10, Stefan Müller, bereits 2 Tore gemacht. Mal sehen, ob er nun wieder trifft gegen Conny Hecker. Und er trifft den Gefolge Mandeln gegen den Flur. Und nun gibt er selber Tor von Team 1 Aratuma, Conny Hecker gegen Thomas Botak. Er wird hier dieses Duell gewinnen. Dieses 9-Meter-Schießen am Ende mit 2:1 und sind 7-Platzierer. Lilly? Die Lilly und der? Max. Der Max. Der Max spielt sicherlich auch Fußball, oder Max? Bei Molschau in der E2. In der E2. Jetzt musst du mir aber mal verraten, wenn du in der E2 spielst, wie alt du dann bist. 9. 9. Spielst du Fußball? Ja, auch in der E2 bei Molschau. Ich bin bei ihm in der Mannschaft und bin 10. Und wie lange spielst du schon Fußball? Gut, ich bin auch 10. Naja, 1,5 Jahr, so gesagt. Wie oft trainiert ihr in der Woche? Einmal. Einmal in der Woche. Und am Wochenende müsst ihr sicherlich dann immer zum Spiel fahren, oder Max? Ja. Nimm mal deinen Lolli raus, sonst kannst du mir da ja nicht richtig antworten. Wer schleicht denn sich da von hinten ran? Ist das der Paul? Ist dein Bruder, ne? Spielt Paul auch schon Fußball? Ja, der will am Mittwoch dann mal zu den Bambinis gehen. Mal zum Probetraining. Hast du noch Geschwister?
Ja, eine Schwester, die ist 5, aber der geht's nicht so gut. Und die spielt auch keinen Fußball? Nein. Gut. Die möchte eher tanzen oder sowas. Naja, wie Mädchen halt so sind. Das ist ja auch manchmal sehr außergewöhnlich, ja, wenn Mädchen Fußball spielen. Wie bist denn du dazu gekommen, Fußball zu spielen? Oh, also Julian, das ist ein Klassenkamerad von mir und der spielt auch Fußball in der E1 und irgendwie, weil wir die kennen, die Eltern und so, und da sind wir dann irgendwie damit reingekommen. So, ich spiele mit meiner Freundin halt. So, und bei dir, denke ich, spielt der Papa hier oder ist der Papa Trainer von irgendeiner Mannschaft, die hier mitspielt? Papa ist Trainer von den Kanalkickers, die hier spielen. Und der ist auch Trainer von unserer E2. Und ich bin auch Kapitän in unserer E2. Und bin der beste Spieler aus unserer Mannschaft. Du bist auch immer hier beim Turnier, stimmt's? Ich habe dich nämlich voriges Jahr schon gesehen und das Jahr davor, habe ich recht? Ja. Wie oft bist du jetzt schon hier gewesen beim Turnier? Warst du voriges Jahr auch schon da? Nö. Kommst du nächstes Jahr wieder? Ja. Habt ihr schon Kuchen gegessen? Ja. Nein. Hast du schon einen Kuchen gegessen? Ja, war der lecker? Prima. So, dann mache ich jetzt Schluss mit euch, weil ich muss noch wen anders interviewen. Und dann danke ich euch fürs Gespräch, ja? Ja. Dankeschön. Wir bitten nochmals die Frieden aus Frankenheim und die Neos Menühe zur Abgabe der Stimmzettel. Und das bitte die nächsten 3-4 Minuten, damit wir dann auszählen können. Die Stadtmeisterschaft ist auch beendet. Sehr viele Kommentare, wo gewählt worden ist, die genaue Zahl sage ich euch dann. Auf jeden Fall haben diese Berichte knapp 900 Leute gesehen. Und das ist eine einmalige Zahl. Und haben auch die Auswertung zum besten Spieler und zum besten Torwart. Genauso Rudolf, hier zum Sprengelwurf, zum Organisationsteam zu kommen. Sportfreund Erich Rudolf von SVM Sportfreund. Bitte hier zum Organisationsteam. Und ich
Ich möchte euch noch alle darauf hinweisen, nach dem Finale findet ihr noch in der Rüschwinhalle zu Merkur die Aftershow-Party statt. Das heißt Musik, ein bisschen Licht, ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken, ein bisschen Fachsimpeln und natürlich auch die Spiele auf der Videoleinwand. Kann man dazu im Nachgang verfolgen. Was Mario Götze, der Heidenkreisbude durch ein 11-Meter-Tor, war der Torschütze zum 1-0-Einzelstand für Dortmund gegen Gladbach. Die Wahl zum besten Spieler, auch da gab es 23 Stimmen, die von euch gepostet worden sind. Vielen Dank auch dafür und vor allen Dingen herzlichen Dank auch für die vielen Likes. Wir sind heute bei 91 angekommen. Wir hoffen, wir schaffen noch die 100. 91 Stimmen, wunderbar, wir danken euch. Und sein drittes Tor in diesem Spiel, Sannikov erhöht auf 3:0. Juri Kovacikov, aber noch sind 2 Minuten zu spielen. Wir präsentieren die Endstände der Gruppe. Die Gruppe A endet in folgendermaßen. Platz 1, die Kanadier aus Beuschau. Im Anschluss an das Finale werden eine kleine 5-minütige, 6-minütige Pause, damit wir die ganzen Uhren fertigstellen können und auch uns vorbereiten können für die nachfolgende Siegerehrung. Und dann nach dem kompletten Abschluss der Ehrungen geht es weiter hier mit der Aftershow-Party zur Stadtmeisterschaft. Ich hoffe, dass ihr auch zahlreich hier bleibt. Für Essen und Getränke wird gesorgt sein. Informationen durchgeben. So wie ich erfahren habe, spendiert das Organisationsteam der 8. Stadtmeisterschaft jetzt hierzu ein ganzes Fass Freibier im Anschluss zur Aftershow-Party. Und natürlich gibt es dann auch noch Sekt für die Damen, einen Kosten- und Kostenbeitrag von nur 50 Cent. Alles Dank für eure Aufmerksamkeit.
beim Gaststättenbetrieb Seifert für hohe Versorgungsbereich. Also, wir spendieren ein Fass Freibier im Anschluss an das Finale. Katrin Heinemann und auch meine Wenigkeit. Ich bitte noch nach unten zu den Mannschaften, den HFC-Fanclub Rote Ochsen, die jetzt hier auch schon kommen. Okay, so langsam freuen wir uns natürlich auf die Aftershow-Party, die im Nachgang jetzt stattfinden wird. Ganz ruhig, entspannt und relaxed. Und vorher verabschieden wir uns natürlich von den Akteuren. Aber beginnen möchte ich erstmal mit dem HFC-Fanclub Rote Ochsen und übergebe dazu mal ganz kurz das Mikrofon an den Sportfreund Nico Spätiger. Ich möchte mich erstmal im Namen des Fanclub Rote Ochsen bedanken, dass wir wieder hier dabei sein durften. Unsere Versteigerung hat schönen Erfolg gebracht. Das Trikot ging weg für 100 Euro nach Dessau. Der Ball für 66 Euro nach Isenburg. Wird morgens beides per Post verschickt. Ein Applaus. Das Ganze wird natürlich gespendet für den Verein MZ4L. Genau wie die Sache mit dem Kuchenwasser. Vielen Dank, Nico Spätiger. Vielen Dank dem HFC-Fanclub Rote Ochsen, Aktion für eure Unterstützung. Wir hoffen natürlich, dass ihr dann im nächsten Jahr auch wieder mit dabei seid, am Turnier teilnehmen und ihr auf jeden Fall bei der Vorrunde, da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und ich sage herzlichen Dank für diese Aktion. Aber bitte noch mal kurz das Mikrofon, okay. Also wir haben erfahren, dass vom 16. zum 17.02. in Hasburg der Banner der Stadtmeisterschaft zu Osburg. Diesen Sauerei finden wir, deshalb haben wir gesagt, Spendendose, alle können gerne spenden. Es wurde regelrecht viel gespendet und die möchte ich hier übergeben. Auch dass Sie auch nächstes Jahr eine Hilfe haben. Echt vielen Dank, lieber, dass du super hast, dass du mich angehört. Unsere Werbeplanung wurde zerstört am 30. an der Stadtverwaltung Merseburg. Vor 14 Tagen, Diego hat es im Internet bei Facebook gesehen. Und hier eine Spende für uns. Thomas, ich überreiche es dir mal. Du bist unser Organisationschef, dass wir nächstes Jahr wieder eine neue Werbeplanung. Danke Nico, danke für die Aktion. Und du hast doch was. Ah, wir werden ja nicht mehr. Nico hat doch was. Also das, was die Stadtmeisterschaftsorganisationsteam hier leistet, ist Wahnsinn. Sie unterstützen uns, wir unterstützen sie. Wir sind Freunde geworden und deshalb habe ich gedacht, die haben auch mal einen Pokal verdient. Eine Spezialabteilung von unserem Fanclub für die 8. Stadtmeisterschaft. Wow, Dankeschön. 8. Stadtmeisterschaft, 1. Platz, Organisation und Planung, euer Fanclub Rote Ochsen mit dem Logo der Stadtmeisterschaft und des HFC-Fanclub Rote Ochsen. Vielen Dank an euch, vielen Dank, liebe Spätiger, vielen Dank und auf gute Zusammenarbeit die nächsten Jahre. Ich überreiche das mal weiter. Und danke, dass ihr hier seid, von der Ella Dorf zum Spargel. Sehr schöne Aktion, vielen Dank. Okay, jetzt gleich noch, also wie gesagt, das war natürlich nicht geplant, dass es so lang ist. Ich möchte mich noch ganz kurz bedanken und wir möchten Danke sagen an die Ambulanz Merseburg. Bitten euch mal nach vorne. Und Thomas hat was für euch. Danke, dass ihr auch wieder hier aktiv vertreten war. Schöne Grüße an die Chefs, auch dass sie damit uns unterstützen. Wünscht euch einen schönen Feierabend, immer viel zu tun. Wenn ihr bleibt, könnt ihr gerne noch bleiben. Wir haben noch eine harte Schubart. Dankeschön. Wir bedanken uns bei Niki Schubert Security Inc. Und dazu bitte ich mal Niki und seine Kollegen mit nach vorne. Danke, Niki, dass du uns in diesem Jahr unterstützt. Auch wenn es nicht viel zu tun gibt, aber ein bisschen Sicherheit muss sein. Eine kleine Ehrenurkunde, ein kleines Foto als Erinnerung. Die Breitkreuze, genau, Thomas, stell dich dazu, du passt genau vom Kreuz her dorthin. Dankeschön an Niki Schubert Security. So, wie immer ist unser Verschwundener, unser Knut Hecker, der Halbwart, der ist mir.
wieder nicht auffindbar, dann versteckst du da oben wieder Pfeiler, ich sehe es. Da möchte wieder nicht geerbt werden. Thomas, Knut versteckt sich. Knut, kommst du runter? Danke, dass du uns die ganzen Jahre unterstützt. Das gehört einfach dazu. Oh, gut. So, und dann natürlich, bevor es dann in die Einzelwertung geht, haben wir natürlich auch noch unsere Schiedsrichter. Unsere drei Männer in Schwarz, Grün, Grau oder wie auch immer. Und ich möchte jetzt halt trotzdem einen Applaus, egal wie es war, von allen Mannschaften hören. Applaus für unsere drei Männer, für alle Schiedsrichter. Genau, von Bewegung ganz laufen, das macht es super. Das passt alles. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Auch ohne euch wäre es natürlich nicht möglich. Dankeschön an die Schiedsrichter. Wie immer, herzlichen Dank, Vorsicht, ist noch wohl. Herzlichen Dank an Sportfreund, Schiedsrichter Thomas Körner, der wieder seine ganze Gage von der Vor- und Rückrunde wieder an die Kuchenbasar gespendet hat, 60 Euro. Danke Thomas, herzlichen Dank, ist auch beim Kuchenbasar, auch für den Verein Mitteldeutschland und ZDF. Vielen herzlichen Dank, Thomas. So, und jetzt geht es eigentlich auch schon ans Eingemachte. Ich rufe nach vorne den Sportfreund Carsten Wolf. Carsten Wolf, bitte nach vorne vom Organisationsteam. Carsten ist der, der uns hier mit den Kameras, mit der ganzen Technik betreut, das aufgebaut hat. Carsten, wir möchten ein riesen Dankeschön sagen, weil ohne dich hätten wir die Fernsehaufnahme nicht, ohne dich hätten wir die Aktion mit den Offenbaren nicht. Carsten, Dankeschön. Auf weiterer Kunstarbeit, eine kleine Ehrung von Thomas, weil wir möchten natürlich auch nochmal ein paar Organisatoren auszeichnen. Carsten, danke, ohne dich wäre es mit unserem Kanal nicht so gut gelaufen, muss man sagen. Ich bitte nach vorne die Silvia Rudolf. Silvia Rudolf, auch eine Mitarbeiterin aus dem Organisationsteam. Silvia ist von Anfang an dabei, organisiert seit vielen Jahren mit und es wird mal Zeit, dass wir auch nicht mal ehren. Danke, dass du dabei bist und hoffe, du wirst gleiches treu. Danke, Silvia Rudolf! Und dann nochmal ein ganz großes Dankeschön für eine Einzelperson aus dem Organisationsteam. Manuela Heinrich, auch dich möchten wir heute ehren. Du bist seit vielen Jahren mit im Geschäft, machst und du organisierst im VIP-Bereich. Bist immer für alle da. Auch dir herzlichen Dank für deine Unterstützung und auch die nächsten Jahre. Und das war es jetzt schon von unserer Seite. Jetzt geht es an die Spieler. Wir kommen zu den Einzelwertungen. Gewählt wurde im Internet über Facebook, genauso wie von den Mannschaften. Wir hatten sehr viele Stimmen. Gewählt wurde der beste Torwart. Und ich bitte nach vorne zum besten Torwart gewählt wurde. Ich weiß nicht, wie viele Stimmen, ich glaube, es waren 19 oder 20 Stimmen durch Facebook. Andreas Albert, SV Meersburg, 993. Bei Thomas gibt es die Ehrung für den besten Torwart. Zum besten Spieler des Turniers. Auch hier waren die Stimmen knapp gewesen. Ich bitte nach vorne vom ersten FC Montenegro, Hilmo Softic. Gratulation, Hilmo. Der beste Torschütze.
Da gab es zwei Spieler mit je 5 Treffern. Einmal der Marcel Schollmeier von den Kanaldigers und einmal Patrick Franz. Aufgrund der meisten Torvorlagen, die noch gezählt worden sind, wurde am Ende der Sieger, der beste Torschütze, Patrick Franz von Ineos Minutes. Am Ende haben die Assists entschieden hier bei dieser Wahl. Und jetzt kommen wir zu den Mannschaftswertungen. Platz 3, der Titelverteidiger und Gewinner des letzten Jahres. Gratulation zum dritten Platz, Kurano Kickers. Vizemeister in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz, Tibo Rosia aus Blößchen. Und bevor wir zu Platz 1 kommen, es wurde von den Mannschaften auch ein Fair-Play-Pokal ausgewählt. Den hat dieses Mal die meisten Stimmen bekommen, erhalten die Kurano Kickers Merseburg. Als erste Mannschaft in diesem Turnier gewählt von den eigenen Reihen, von den eigenen Mannschaften. Und dann geht es gleich zu dem Sieger, zum Stadtmeister 2013. Nur ich möchte nochmal euch ganz kurz bitten, bevor wir jetzt den Sieger hören, dass wir kurz gleich danach uns nochmal alle im Tor treffen zum abschließenden Foto. Alle Mannschaften und alle Organisatoren, die dabei sind, nochmal kurz Platz zum Foto Platz nehmen. Gewinner in diesem Jahr, und das glaube ich zum ersten Mal, Stadtmeister 2013, SV Merseburg 99-3! Ich habe gerade noch eine Information bekommen. Der SV Merseburg 99, dritte Mannschaft, verzichtet auf das Gesetzsein der Finalrunde im nächsten Jahr, möchte die Vorrunde spielen und übergibt diesen Startplatz den HFC Frankfurt Rothorsten fürs Finale nächstes Jahr. Ihr seid dabei, weil ihr uns so viel unterstützt. Merseburg 99 spielt die Vorrunde und ihr seid gesetzt für nächstes Jahr für die Finalrunde. Herzlichen Glückwunsch, HFC Frankfurt Rothorsten, ihr seid jetzt am Finale dabei. So, und jetzt, ihr seid die Champions, Glückwunsch am ersten Wochen 99. Nochmal kurz im Tor Aufstellung nehmen, dass wir ein Foto machen können. Und dann geht's auf zum Bier trinken. Wie gesagt, oben ein Fass Freibier von uns spendiert. Und anschließend das die Hafen schon mal aufheben. Kann sein, dass wir noch ein bisschen rückgehen. Okay, herzlichen Glückwunsch SV Merseburg 99, dritte Mannschaft. Ihr seid ja nun zum ersten Mal Gewinner bei der Stadtmeisterschaften, ist das richtig? Jawohl. Du bist der Trainer und bist du stolz auf deine Jungs? Warum nicht? Ja, warum nicht? Wir haben einen Torschützen, den Nico Seide. Erzähle, wie ist das Gefühl, mal endlich mal vorne zu stehen? Wir sind halt besser wie die anderen gewesen, ne? Muss man halt einfach so sagen. Wir waren halt besser, wir haben es verdient gehabt. Wer da Jägen ist, ist uns eigentlich scheiße. Ja, also jetzt wird nur noch gefeiert, ihr Jungs. Ja, Prost. Genau so ist es. Kevin, du bist ja nicht nur im Vorstand, sondern auch Geschäftsführer bei 99. Spielst selber mit, trainierst ja mit den Jungs und trainierst auch selber mit. Wie fühlt dich das an? Das sind ja nur sehr viele Dinge, die da reinplatzen, wo du sagst, oh, als Geschäftsführer, hier bin ich jetzt als Spieler, als Trainer und was weiß ich. Mal stolz, ne? Ja, auf jeden Fall bin ich stolz auf die Jungs.
Ja, es war eine Freude, dadurch, dass ich ja auch lange beim Organisationsteam jetzt mitgearbeitet habe und dass man dann am Ende das Ding noch ins Stadtstadion holt, ist natürlich geil. Und jetzt holen wir mal den Finalisten hierher, den Matchwinner aus dem Finale, unser Peter, der Doppeltorschütze Peter. Bist du stolz drauf? Ja, na klar. Und? Zwei Tore im Finale machen. Absolut spitze, oder? Ja. Und nur dir haben es die Jungs zu verdanken. Ich hoffe, die lassen dich jetzt richtig hochleben. Feiert noch schön. Herzlichen Glückwunsch mal von uns, vom Organisationsteam. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und absolut klasse Geste, dass ihr euren Startplatz schaffen. Toi, 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 lasst uns ein Bier trinken. Auf diesem Sinne, so sehen sie da aus. Ich verabschiede mich hier aus der Halle. Das sind die Gewinner SV Meersburg 993. Ich sage tschüss, bye bye, auf Wiedersehen.